Das Thema ist, wie gedenken im Gedenkjahr 2020. Für jene, die also mit Gedenkjahr 2020 vielleicht nicht so vertraut sind, es geht also um den 10. Oktober 1920, der sich in 2 Jahren zum 100. Mal jährt. Und gibt es also hier im Vorfeld auch Überlegungen, was denn dort passieren soll. Nicht Thema ist, wie kann ich genau wo einreichen und Förderungen, Kreisverkehre eröffnen und Fassaden anstreichen, als Dinge, die vielleicht mit Landeserstellungen oft so verbunden worden sind. Auch nicht Thema ist die Landeserstellung selbst, sondern wirklich das Gedenkjahr. Also was möchten wir 2020 tun? Und wenn ich sage wir, meine ich jetzt uns alle, die wir hier sitzen. Und das war auch die Intention der Organisatoren, dann diesen Vortragstitel so auch anzunehmen. Also es geht wirklich um das gesamte Jahr hier. Was ist mein Bezug zu diesem Thema 2020 oder 10. Oktober 1920? Bin beruflich in Niederösterreich tätig, aber bin geboren in Kärnten und da kommt man unweigerlich irgendwann einmal in Kontakt, meistens sehr früh in Kontakt dann mit dem 10. Oktober 1920. Bei mir war sozusagen der erste Kontakt, den ich mich erinnern kann, war Fähnchenmalen und die einzelnen Strophen der Kärntner Landeshymne dann auswendig lernen. Am Anfang nur die erste und dann sozusagen haben wir wieder hinten begonnen und dann alle dazwischen auch noch, wie wir dann dort auswendig gelernt haben. Ich bin seit 20 Jahren im Wissenschafts- und Ausstellungsbereich mit dem Thema immer wieder mal konfrontiert auch, war beteiligt auch 2005 bei der Herausgabe des fünfbändigen Werkes Kärnten Nationale Frage, eine spannende Annäherung auch an dieses Thema, sehr stark grenzüberschreitend, auch damals auch erfolgt ist und so immer wieder auch bis heute herauf Volksgruppenkongress und wo so diese Themen immer wieder auch diskutiert worden sind. Und ich freue mich, dass das Land Kärnten sehr frühzeitig bereits die Entscheidung getroffen hat, dann für 2020 Vorbereitungen zu treffen, auch konkret also mit dem Landesausstellungsformat, aber auch anderen Überlegungen, die hier so dann aufgestellt worden sind. Ich erinnere mich an andere Jubiläen, auch in Niederösterreich und woanders, wo man dann am Ende des Vorjahres draufkommt, das nächste Jahr was sein soll und dann muss man schnell irgendetwas machen und das ist eigentlich ein guter Schritt hier in Kärnten, dass man schon 2015, 16, 17 bereits im Vorfeld so früh sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das Ziel heute von meiner Seite ist es, mit Ihnen in einen Austausch zu treten, auch von Ihrer Seite einen Input auch zu bekommen, was soll denn 2020 sein, was kann denn sein, was kann so ein Gedenkjahr, ein Jubiläumsjahr, Erinnerungsjahr, was ist es eigentlich, 2020, was sind Ihre Zugänge, dass wir miteinander auch in Diskussion hier auch treten und einfach einen Diskussionsprozess anregen darüber, was man denn 2020 alles machen und tun könnte. Ich würde einen kurzen Input auch geben, so 3 Punkte, die aus meiner Sicht irgendwie erwähnenswert erscheinen und dann einen Input Sie einladen, so einen kurzen Input auch und dass wir dann gemeinsam diskutieren. Das Ziel soll so sein, dass wir gemeinsam, also Sie untereinander diskutieren und nicht Sie mit mir, ja, sondern wir gemeinsam dann über diese Themen auch diskutieren und mit dem Martin Fritz haben wir vereinbart, was du vorhin auch schon gesagt hast, also er würde dann in die Diskussion auch mit eingreifen, wo man entweder gemeinsam stocken, ja, oder die Vereinbarungen, die wir im Laufe jetzt noch treffen, vielleicht so gemeinsam nicht einhalten noch. 3 Gedanken vorab zum Gedenkjahr, Jubiläumsjahr, Erinnerungsjahr 2020. 2020, 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung. Der Fokus in der jetzigen Diskussion oder umgekehrt, die jetzige Diskussion verläuft also noch sehr ruhig und sehr partiell. Also es geht so um Einzelthemen. Landesausstellung war zuletzt ein Thema, weil also hier erste Projektüberlegungen vorgestellt worden sind. Es gibt sozusagen zwischendurch dann wieder so auch, wer möchte 2020 unbedingt repräsentiert sein und wer möchte, dass die anderen nicht repräsentiert sind. Also so diese Diskussionen. Abwehrkämpferbund hat jetzt auch gesagt, na, sie fordern vom Land sozusagen ein würdiges Gedenken für 2020, also so Diskussionen in diese Richtung, auch ganz aktuell das Thema Kärntner Landeshymne, also 4. Strophe, ja, nein, soll es jetzt geändert werden, also das sind so Themen, die so ein bisschen auch zeigen schon, so ein bisschen ein Vorflackern auch sind für das, was dann noch auf uns zukommen wird, auch an Diskussionen, auch an Sorgen und Hoffnungen, die damit verbunden sind, wer darf nicht, wer darf mehr, wer darf weniger, so das sind so Dinge, die hier sind. Ich möchte aber
darauf hinweisen, 2020 ist mehr als der 10. Oktober 1920. Wir haben 2020 unter anderem als Erinnerungsgedenkjahr auch das Jahr 1945, also 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, und damit verbunden auch die Frage und Diskussion um Befreiung, Anteil Österreichs an der eigenen Befreiung vom Nationalsozialismus, Stichwort Partisanen, 65 Jahre Staatsvertrag, Kärnten bezogen natürlich auch Wiedergewinnung jetzt der vollständigen Souveränität der Republik Österreich, aber auch Kärnten bezogen Artikel 7 als so ein Stichwort, dazu auch 25 Jahre EU-Beitritt. Ja. Ich erinnere mich 2005 an die Aufstellung von einigen zweisprachigen Ortstafeln, also auch hier 15 Jahre dann zurückliegend auch. Und da gibt es wahrscheinlich viele Punkte im künstlerischen Bereich, wissenschaftlichen Bereich, wo wir dort hineinschauen, die also auch noch so Erinnerung, Gedenk, Jubiläumsfeierlichkeiten dann rechtfertigen würden. Mein erster Punkt ist der, 2020 hat 365 Tage zum Erinnern, Feiern, Jubilieren und Gedenken und nicht nur den 10. Oktober. Und daher sollte man so auch das Nutzen 2020 für so ein vielfältiges Gedenken auf breiter Basis. Zweiter Punkt ist, mich stört an Jubiläen, nicht auf Kärnten jetzt bezogen, sondern ganz generell an Jubiläen, an Erinnerungen, dass sie sehr oft nach so einem Top-Down-Prinzip gehen. Zeit wird verordnet, Tag wird verordnet, es wird verordnet, der Tag, ja, an dem das stattfindet, ist entweder vorgegeben, ja, oder wird dort verordnet und dann nehmen wir teil. Dann wird ein Umzug verordnet oder Jubiläumsfeierlichkeit und dann kann man dort teilnehmen. Ja. Es wird eine Ausstellung angesetzt und dann kann man als Besucher hingehen und dort in irgendeiner Form sich das anschauen. Ein oder zwei Künstlerinnen und Künstler werden beauftragt, ja, und wir alle anderen können dort hingehen und das anschauen. Es werden Schulprogramme festgelegt und da nehmen dann die Schülerinnen und Schüler verpflichtend dann daran teil. Ich meine und wünsche mir so stärker Teilhabe an Gedenkjahren, an Jubiläumsfeierlichkeiten und meine also, dass Jubiläen auch 2020 natürlich betreffend uns alle angeht und wir alle, ja, Jubiläum und Gedenkjahr 2020 sind. Dritter Punkt, den ich machen möchte, ist, dass mir sehr oft auffällt, und das ist etwas, was ich als unbefriedigend empfinde, dass dann Gedenken und Erinnern sehr oft isoliert passiert oder parallel passiert oder in Zellen passiert, ja, nebeneinander dann auch passiert. Das zeigt sich oft an Orten, ja, Beispiel Eisenkappel, ja, Jason Kappmann oder am Friedhof, ja, sozusagen an den einen Grabstein oder Gedenkstein, ja, der erinnert dann an die Opfer der Befreiung, in dem Fall sozusagen Partisanenkrieg, und auf der anderen Seite ein Gedenkstein und Friedhof, der dann erinnert an die Opfer des Abwehrkampfes 1918 bis 2020, Schluss steht dort, und an die Gefallenen von 1939 bis 1945, ja, 20 Meter dort miteinander entfernt. Ja. Können wir andere Beispiele noch finden, Berschmannhof und Ulrichsberg oder auch andere Paare, die es dort auch gibt. Der Effekt, den ich sehe, ist dann bei so Gedenkjahren, dass es so eine Erinnerungsblase dann auch gibt, ja, wo dann parallel halt erinnert auch wird und man sich wechselseitig bestätigt in der eigenen Sympathie, ja, und oder auch in der eigenen Antipathie. Und sagt, okay, das, ja, wer hat Recht und wer hat nicht Recht und wer erinnert ihn richtig und wer nicht, aber das passiert sozusagen dann immer für sich geschlossen. Der Lerneffekt ist sehr gering. Ich selber bin jemand, der hier für das Gedenkjahr 2020 in Kärnten eher so das Bild eines Zuges vor sich hat, dass da ein Zug, das kann ein LKW-Zug sein, auf einer Straße oder auf einem freien Gelände oder auf Schienen unterwegs sein. Es gibt eine Lok vorne, ja, und hinten gibt es viele Waggons, die da mitfahren, ja, wo Kulturinitiativen drinnen sind, wo Umzüge drinnen sind, wo Veranstaltungen, Symposien drinnen sind. Und einer dieser Waggons, konkret auf Kärnten bezogen, ist halt auch die Landesausstellung. Ja, der dort ist, aber nicht der ganze Zug. Also so könnte ich mir das vorstellen, und daher mein dritter Punkt ist der: Erinnerung und Gedenken braucht Dialog und braucht wertschätzende Begegnung. Oder, wenn man es anders so ausdrücken will, ja, gemeinsam statt einsam. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt für mich auch: Gedenken, Erinnern braucht Dialog und wertschätzende Begegnung, um hier sozusagen auch Gedenkjahre dann nutzen zu können, in einen Austausch zu treffen. Ja. Daher, wenn man es umlegt, auch das Motto des Symposiums hier ist, Kultur braucht Synergie, wäre sozusagen das umgelegt auf 2020, auf das Gedenkjahr in Kärnten. Ja. 2020 braucht Synergie.
Und ich denke, dass hier eine große Chance auch für die Kultur drinnen liegt, auch für die verschiedenen Kulturinitiativen drinnen steht, sich hier 2020 mit einzubringen und hier auch mitzutun. Soweit vorab meine drei Punkte. Ja, 365 Tage, Gedenkjahr 2020 braucht vielfältiges Gedenken. Das zweite ist, wir alle sind Jubiläum und sollten daran teilhaben. Und der dritte Punkt ist, Gedenken braucht Dialog und wertschätzende Begegnung.